sag mal. Was haben wir so geschrieben? Okay, wir sollen das Haus verlassen. Das hatten wir schon. Der Vater diskriminiert keiner über diese Ausrichtung. Das macht nur Gott. Eigentlich auch nicht Gott, das sind seine Anhänger. Okay, das hatten wir auch schon. Das hilft uns gerade nicht weiter. Wir ziehen uns um. Kann ich vielleicht eine Jacke anziehen? Hey, wow, Mami. Ich möchte ja mal das hier anziehen und ziehen. Sieht gemütlich aus. Schöne dicke Jacke. Kann ich gehen? Ja. Oder ich kann hier mal mit ihm sprechen, hat er mir noch irgendwas sagt, was wichtig ist. Wo ist er denn? Oder ist er vielleicht schon an der Arbeit? Ah, Bewegung. Mein Kamm auf dem Mörder. Der eine hat ein Schwert, der eine hat einen Bogen. Was? Weil der grün ist? Keine Ahnung. Mal sehen, was uns erwartet. Alter, der Dude, am Hotel. Was mit seiner Mutti? Was ist mit seiner Mutti? Der hier. Ich glaube, die Mutti ist ja nicht mehr so ganz so lebendig. Ja, richtig geraten. Das scheint erstmal richtig sein. Dunkel. Oh, ist gar nicht hier. Okay. Was ist mit ihr? Da kann ich nicht rein. Ist ja den Koffer dann noch? Mich jetzt da rein oder kann ich was sehen? No, Mom. I will not do it. She has done nothing wrong. That's a lie, and you know it. She's done plenty of wrong. But why, Mom? Why does she have to die? Can't we let her go just this once? You know what happens when you let one go. They will come and take me away from you. Is that what you want? No, Mom. Then you know what to do. Oh, jeder mal unseren Mörder. Ja, du mindestens eine schon gelüncht. Und eventuell seine Mom. So wie er spricht. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Okay. She just gets a little mad sometimes. Aber wo ist er denn? Ich habe das Gefühl, die ist im Haus. Also auf jeden Fall vom Verhalten und vom Sprechen her kann das echt sein, dass er sie gefangen hält. Oder? Oh, ist sie aus dem...
auch nichts tun. Ist er doch wieder runtergelaufen? Oh, da ist er. Was, das ist vielleicht nicht gut? Okay. Okay, das hatte ich nicht gesehen. Ich muss ihm folgen? Ich habe ihn aber nicht weglaufen sehen. Ich höre gar nicht auffällig. Ich bin anscheinend nicht in der richtigen Position. Ich bin nicht da. Muss ich in das Auto stellen? Soll ich bei ihm in die Wohnung gehen und durchs Guckloch gucken? Duscht sie immer noch? Wie lange will die Frau duschen? Das ist der dritte Tag. Jetzt einfach gucken, was er tut. Anscheinend duscht sie ja noch. Ich glaube schon. Oder sind aber so Default-Geräusche? Nee, sie duscht anscheinend immer noch. Ist er jetzt enttäuscht, dass sie eine Perücke trägt? I won't do it, Mom. If you want it done, then you'll have to do it yourself. Nein. Psycho ruft. Die auch schon seit zig Jahren unten tot im Keller. Immerhin hat er sie in der Perücke da, sie wird die nicht erkennen. Muss ich jetzt durch das andere gucken? Die ist in der Dusche. Oder immer noch in der Dusche. Obwohl, wir haben jetzt schon einiges in dem Spiel gesehen. Sie wurde noch nicht gebannt, also. Aber ich bin wie so Psycho. Ich will nur dieses Nein! Shut up, you whore! Ich kann doch nicht wegschalten, oder? Doch, kann ausschalten. Ey, es ist da ein bisschen viel langsam.
muss euch leider erstmal den Bildschirm ausschalten. Ich weiß nicht, wie viel Twitch da mitmacht. Jetzt ja, der sticht einfach durch den Vorhang durch. Hat er halt nicht gemacht. Würdest du bitte jetzt auch einfach umschalten? Die ist tot. Danke. Schwarzblende. Das ist ein bisschen übertrieben mit dem Spiel. Kann ich vielleicht auch nicht unbedingt streamen, so. Jetzt wieder... Zeig doch nicht alles, eine nackige Frau. Danke. Oje. Ich warte kurz. Bis jetzt hat sich zum Glück nur keiner beschwert. Ich glaube, Twitch ist auch... Ist ab 18 geschaltet, also... Ich habe auch mehr Angst vor der nackigen Frau wie vor den toten Leuten. Weil dann jemand schlimmer ist. Ist um die Ecke? Du bist anscheinend. Bist du jetzt da hochgelaufen? Ich nehme es mal an, dass du da hochgelaufen bist. Oh, okay. Nee, du läufst dann noch. Muss ich dir jetzt hinterher? Ich meine, er verbuddelt sie jetzt einfach. Ich weiß, da muss ich ihn weiter beobachten oder soll ich ins Haus zurück? Weil die Tür ist ja dann zu. Er wird sie ja schlecht aufgelassen haben. Ich sollte mir den Tat erkennen, zurückkehren und sauber zu machen. Okay. Dafür muss ich ihm jetzt da hochverfolgen, um zu sagen, Digga, geh runter und guck dir da an, was er gemacht hat. So funktioniert das Spiel. Ich muss dir erst sagen, was du tun musst, damit das auch funktioniert. Okay. Kann ich hier den Koffer aufmachen? Nö. Oh, 1, 2. Hier muss noch irgendwo eins sein. Was ist eine dunkle Wand? Echt schwer zu sehen, ist ja. Ist bei ihm im Zimmer? Ich habe was im Auge. Wo ist das zweite? Ich kriege die Tür anscheinend nicht auf. Das kann ja nicht wahr sein. Ist hier draußen irgendwo noch eins? Kann ich durchgucken und sehen? Kreuz? Nö.
der hier noch irgendwas hängen, was mich stört? So dunkel. Ich sehe nichts. This is crazy. This is crazy. This can't be happening. Aber hier ist kein Kreuz oder so. Aber wieso sollte es auch hier hängen? Bin ich im Auto? Suchen an einem Kreuz und es war ein Buch. So. Jetzt die Tür aufmachen. Ah, da kommt er. Mother? Ich glaube, du sollst dir eine Brille zulegen. Mein Geist zu deinem Geist. Okay, was heißt das? Achso, ich kontrolliere ihn jetzt. Was mache ich hier? Mother? Is that you, Mother? Oh. Oh, das Messer jetzt her hat. Why, Mother? Oh, er hat sich selbst umgebracht anscheinend. Das war sein Messer. Oder nächste. Wie schön die alle präpariert sind. All these years, and this guy was killing people in my town. I've been thinking, after all this is done, maybe it's time for me to retire. It's starting to be obvious that I'm not very good at what I do anymore. Ja, da gebe ich dir recht. Ja, ich schon mit schwören können, dass der Arzt ist. So we got the four horsemen now. What's next? Ich habe die Antwort. Ah, yes. People with white robes having naked games. Ja, was sonst? Noch mehr nackte Leute. Ich weiß nicht, ob der Stream das aushält. Lässt du mich das vielleicht auch lesen, wenn ich schon aufmache? So here we go. When he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God. Das sieht schon gut aus. And for the testimony which they held, they called out in a loud voice, How long, Sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood? Ist das nicht auffällt? You have a car, right? Yeah, I have my truck. I'll gather everyone I can find and drive them to the church. That'll hold, right? Yeah, that thing's been there for 100 years. Ain't no storm gonna pull it down tonight either.
This must be part of the sixth seal. Listen to this. I watched as the land broke the sixth seal, and there was a great earthquake. The sun became as dark as black cloth, and the moon became as red as blood. Also jetzt mal fünften. It's happening, isn't it? Yeah, it's definitely happening. So we need to do one more thing then. We need to spill a lot of blood. Aye, aye, Jeff. Das riecht hier. It says that the moon turns red with blood. That's where everyone will be in a storm like this. We better get there ourselves. The church is a perfect place for you to do this. You managed to turn this place into a sacrilegious mountain before. Should be no problem. Kann ich jetzt gucken, was in meinem... Once you get in, I'll bar the door from the outside. That way no one will be able to get out. You can go crazy in there. Just paint the moon as red as you possibly can. Natürlich gab es hier letztens draußen. All this murder. Are you really sure this is what you want to do? I've told you before, it's not gonna bring your son back. What's going to happen here is, Lucifer is gonna come up and bring forth the rapture. Lucius is not your son, Jack. It's the devil's son. You're gonna be cast aside when he comes. Der sieht aus, bestimmt als ein Schlaganfall. You'll have to spend eternity in purgatory, while your son and wife stay up there in heaven. I know the boy kind of reminds you of your son, but the only way for you to spend time with your real son is to fight back against this madness. You haven't done anything that terrible yet. God will forgive your sins if you let him. You just have to accept Jesus Christ as your savior and prove that you are worthy. You're like a father to that kid. He will listen to you. Aber ich bin nicht so sicher. The devil's side of him will not be able to resist the temptation. That's your key. Together you can take down the Prince of Darkness. Ich weiß ja nicht. Jetzt ist auch der Prince of Darkness der eine, der was für mich getan hat. So wirklich. We know what you are, son. You didn't think I'd let you kill everyone without fighting back. Doch, eigentlich schon. The boy here is no ordinary boy, ladies and gentlemen. The boy is the son of the devil. He may not look like much, but believe me, he is all evil. Together with Jack, they've been quietly killing people and performing some sort of ritual at their backyard. I saw it all. At least 7 bodies, all desecrated with evil markings made to look like the 4 horsemen and the martyrs of God. He killed his own family and everyone who worked for them. Fehlt da nicht ein Teil? Da fehlen noch 3 Leichen. This boy is not human. He is a demon. And must be killed. Die! You demon saved! What the hell? Matrix. What the hell? In der Mitte lächelt einfach nur. Ist glücklich, der Kleine. Ton und Welt passen nicht ganz zueinander. Nicht so wirklich. Und du? He can't get his own. Let's grab him. Oh, okay. Hätte vielleicht den, der mir am nächsten ist, als erstes. Son, you didn't think I'd let you kill everyone without fighting back. Kann ich mit Escape einmal überspringen? Ja, kam als erstes. He can't get his own. Let's grab him. Mist, bin ich schnell genug?
us all. Let's grab it. Kompletten Raumanzug. Das ganze Gebäude abfackeln. Nee, da hat keiner überlebt. So lange kann der Schüler auch gar nicht mehr gehen, glaube ich. The seal melted off, so I figured you were done here. Where is everyone? Ja, wo sind die wohl hin? Something is definitely happening out there. I think the portal might be forming already. Do we really want your father to rule this place? Is that really what we're looking for? Yeah. Making him do tests and killing his other children. I mean, what kind of a father is that? And what happens to me when he gets here, huh? I'm a sinner, and as far as I know, we both might end up as his prisoners. Don't you want to make your own rules? Don't you want to stop these tests and games and rule the place however you like? Maybe even want to have a kind heart somewhere. You've done everything he's asked, and you've got no rewards whatsoever. Without you, he wouldn't be able to do anything by himself. Nein, ich bin nicht so sicher. I say we go and find the dagger. Even if you feel like this is not what you want to do, it's still better to have the option to act in case something goes wrong. Ja, come on. I think we've had enough ideas from Mr. McGuffin here. Don't you agree, my boy? You know, it was me who got them to take that road that night. I bet you didn't know there was a back door to my kingdom. True. Now opening something that will allow my full dominion to ravage the earth. But in the meantime, my trusty old root still does the job quite well. Such a shame, really. You've done so well for so long. And just when I was about to take you with me to rule the whole place. Das war doch gar nicht so. Das war eher vorgeschlagen, hab nicht so schlimm. You here, conniving against me with your friend, the detective. You leave me no choice but to punish you. War nicht nett. I'm grounding you for a week. And when that week is over, so shall be the rapture. Sadly, I don't know what will happen to you while the whole place burns down with the mortal souls of the sinners. And frankly, I'm so hurt that I might not even care. Okay, ich nehm's wieder zurück. Und vielleicht sollten wir doch den George suchen. Ich meine, er kann hier nicht weit weg sein. Setz mal Ware unter unserem Haus.